Alter, was geht ab, Leute? Hier. Das Video beginnt zu Hause, aber keine Angst, ich gehe noch raus. Ein später Start heute, musste noch ein bisschen arbeiten, da gab es ein bisschen Stress. Zum Glück nicht meinetwegen, da ist gestern nur einfach irgendjemand nicht zur Arbeit erschienen. Schon klasse, oder? Also im Kalender steht 12.07. und ich nehme mal an, er hat es voll verpeilt und dachte, es ist halt heute Abend erst. Aber es war von gestern Abend auf heute, also heute früh war es. Aber egal, ich habe gerade mein Rüstungs-Mewtwo-Video hochgeladen. Hab da meinen ersten Raids gemacht. Wetter war jetzt leider nicht so gut. Und ist heute leider auch nicht so gut, aber ein bisschen besser. Ich wollte eine Menge Raids machen, weil momentan Doppelbonus, Doppel-EP-Bonus für Raids. Mit Glück sei 40.000 EP kann ich oder nehme ich gerne mit. Die Begeisterung ist halt beinahe null. Da habe ich ein bisschen im Internet gesurft und geschaut, ob da wirklich so schlecht ist und noch ein paar andere Details über den. Konnte natürlich die besten. Gigatina, Gengar und Mewtwo mit Spukball. Kannibalismus. Gigatina war eindeutig der Beste. Gengar stirbt ziemlich oft und schwächelt natürlich auch gegen Erdbeben. Despota ist zum Beispiel keine gute Wahl, weil das Mewtwo kann entweder eine Stahl-Fast-Attack, Eisenschweif oder eben Erdbeben, das zerstört ihn. Oder auf jeden Fall eine Kampfattacke. Und Despota ist ja Gestein und Licht, das zerstört Despota. EP-technisch habe ich. Das interessiert auch viele. 202 Millionen. 730.772. Wie gesagt, die ersten 2 Tage. Oder vor allem gestern. Nicht so viele Raids gemacht, wie ich wollte. Nicht so viele EP gemacht, wie ich wollte. Und jetzt ist Wetter auch noch ein Gegner. Mal schauen, wie viel EP ich dieses Wochenende noch machen kann. Also mein großes Ziel wäre 220 Millionen. Aber wenn es so weitergeht, sehe ich sehr, sehr schwarz. Sehr, sehr schwarz. Vielleicht war das auch viel zu hoch gegriffen. Ich glaube, das war viel zu hochgegriffen. Aber ich dachte echt, ich raide jeden Tag, was weiß ich wie viele, 20, 30, 40 Raids. Apropos EP, Kollege Julian hat gerade geschrieben, nicht YouTube Julian, nicht FIFA Julian, sondern Gelber Julian hier aus München. Der will eine gelbe Arena mit 1 Milliarde EP zusammenkriegen. Wir zwei sind eigentlich die mit den meisten EP. Wir haben beide um die 200 irgendwas. Da versuchen wir gerade ein paar Gelbe zusammenzukratzen. Update, wie viel EP so die Leute haben und dann demnächst so ein kleines nettes Projekt. Hatten letztens ein paar Blaue bei uns gemacht. Oh Mann, nichts gegen diese Blauen. Grüße gehen raus. War eine coole Sache. Und die haben halt ihre Stats gepostet. Und das Einzige, was ich gelesen habe, waren die Leute, wie sich die Leute darüber lustig gemacht hatten, wie wenig Kämpfe die hatten. Ich denke, das wird dann bei den Gelben ein bisschen anders aussehen. Aber die hatten echt wenig Kämpfe, Mann. Ja, ich gehe jetzt raus, bisschen EP machen. Auto? Nicht auf der Straße spielen. Das ist der Hohenzollernplatz. Ihr kennt's. Ich habe hier ein paar Arenen gemacht. Die Leute haben sich aufgeregt, weil ich hier zu viele Arenen gemacht habe. Aber ich bin fertig. Ich bin nicht deswegen hier, sondern hier irgendwo ist eine Pandir-Quest. Kann ich aber erst abholen, wenn ich meinen Durchbruch abgeholt habe. Pandir-Quest, lande 5 fabelhafte. Nicht fabelhafte, großartige Curvebälle hintereinander. Enttäuschung pur, Mann. Richtig enttäuschend. Okay, ich fange den jetzt. Mit einer Hand geht das schlecht und dann holen wir uns die Pandir-Quest. Keine Raids haben sich ergeben. Ich habe aber ein paar Pandir-Quests abgeholt. Einen habe ich schon dazwischen irgendwann abgeholt. Versuche irgendeinen Ort zu finden, wo ich ungestört bin. Ich habe jetzt gerade auf einen geklickt. Nicht shiny. Digga, es ist wieder voll. Aber 5,23. Ist das nicht ein 100er? Ist das nicht ein 100er? 100er Pandir. Damit wäre ich zufrieden. Ich glaube schon. Also was die Kollegin letztens gesagt hatte, also gestern, Eileen. Kann es mit allen im Kampf aufnehmen. KP, Angriff, Verteidigung. Besten Werte, die er je gesehen hat. 100% Pandir. Nice. So. Eine Chance haben wir noch. Und. Ne, kein Schein. Aber eh, 100er. So. Ich farm jetzt ein bisschen. Raids ergeben sich nicht. Das sind der Rest für Mewtwo ist einfach zu gering.
Hier die kleine Farmroute, ich schau mal mit einem Glücksheld eine Stunde. Ja, so 100, ich weiß nicht genau wie viele Fänge. Könnte sich lohnen, könnte sich nicht lohnen. Ich gebe Bescheid. Kleine Unterbrechung für ein Ei. Ich meine, an sich nichts Interessantes, außer es ist ein Shiny. Nicht Mobile. Ja, ich habe noch keinen Shiny Alola gebrütet. Ihr könnt gerne unten in den Kommentar schreiben, ob ihr schon Shiny Alola abgebrütet habt, weil die sind echt saftig. Wow! Eigentlich bin ich nur auf dem Weg zu einem Raid, aber krass, was man so hier in München entdeckt. Ich habe gerade einen gemacht auf meiner Route, also die Route, die Daten, die Stats von der Route sind jetzt verfälscht. Hab einen Raid gemacht, hab ein bisschen entwickelt, hatte einen Freund, hab mir was zu essen geholt, hab ein paar Questsachen abgeholt. Dementsprechend kann ich euch jetzt nicht sagen, wie viel EP und wie viel Fänge ich auf der Route hatte. Aber hier geht hoffentlich noch ein Raid zustande mit meinem Ei, läuft noch 6 Minuten. Raid schlüpft in einer Minute. Sollte gehen. 20 Leute voll die Lobby. Unangekündigt. Einfach so ein Raid. So einer der Standard-Arenen. München Guide kommt noch, Leute. Ich kann das jetzt nicht während des EP-Events machen. Und davor war ja Dortmund, aber jetzt dann danach, wenn ich Zeit habe, mache ich ein München Guide-Video. Dann seht ihr auch diese Arena hier. Odeonsplatz. Oh, wie heißt die eine Arena? Feldherrnhalle und Viscardi-Gasse. Und links daneben Fackel und Gedenkstein. Das sind 4 Arenen. Da geht sehr, sehr oft was. Wenn nicht. Okay, ich kann nicht sagen immer. Aber sehr, sehr. Alter, was mit diesem Bug los? Was mit diesem Bug? Also, wir müssen uns beeilen, denn ich habe Glücksheld laufen. Und das könnte jederzeit ablaufen. Also, der Raid muss davor noch beendet werden. Was war das, Mann? Das hat mich zerstört. Schneller, Leute, schneller. Wir sind 20 Leute, Mann. Schnell, schnell, schnell. 20 Leute, Alter. Immer schön Spukball einsetzen. Setzt eure Spukball ein. Rüstungsvirtu überraschenderweise nur Psycho. Nicht auch noch Stahl oder so. Aber das wäre schon zu krass gewesen, wenn sie den Typen von Mewtwo verändert hätten. Mewtwo hat Seher eingesetzt. Digga, Seher hat schon reingehauen. Alter! Mein Gengar ist so schlecht. Oder allgemein Gengar. 1 Minute, 2 Minuten Lobby, 3 Minuten. Ich hatte 5 Minuten extra. 4 irgendwas extra. Schauen wir mal. Müsste noch drin sein, Leute. Sonst sind 20.000 EP verloren. 1782, ja. Den braucht man nicht wirklich. Und Moment der Wahrheit. Easy, easy. Okay, Leute, wir sind wieder am Ende des Videos angelangt. EP-technisch habe ich ungefähr eine Mille gemacht. Ich blende das heute nochmal ein bisschen besser ein. Weil heute, wobei, ja. Ich glaube, morgen ist ja Anti-Rate-Date, deswegen das, was ich heute spiele und zocke, seht ihr dann einfach gar nicht. Aber ich habe ungefähr eine Million gemacht. 220 Millionen ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen. Ich dachte echt, die Raids gehen richtig krass ab, Mewtwo, aber jetzt kann man halt das Rüstungs-Mewtwo mit den anderen Werten, die halt echt sehr uninteressant sind. Dementsprechend, ich habe 3-4 Raids gemacht und ich denke, das ist auch das Limit, so 3-4 Raids am Tag. Außer jetzt bei Entei Raid Tour, da gehen wahrscheinlich so 30, 40, vielleicht davor ein paar, vielleicht danach noch ein paar Mewtwo Raids. Da habe ich natürlich noch ein paar Freunde am Start, also Sonntag wird eine Menge EP gemacht, aber abgesehen davon ist ja auch da nur noch Montag und Dienstag und dann ist das Event, der Bonus auch schon wieder vorbei, also ja, 210 Millionen, wenn ich Glück habe, wenn ich dann nochmal reinhau, ist auch schon ein hartes Ziel, also 220 Millionen war viel zu hoch gegriffen. Nebenbei, jeden Tag auch noch ein paar Pandya jagen, ich blende mal hier was ein, zack, und zwar sind das die Pandya, die heute am Start sind. Ich werde nicht jeden einzelnen abholen, ein paar sind nicht so gut gelegen, die so nebeneinander sind und recht zentral, die werde ich auf jeden Fall abholen. Ein 100er habe ich mir ja jetzt gegönnt. Der wird die Tage auf jeden Fall noch gemaxt und ja, Shiny bräuchte es auch noch, aber das hat Zeit. Ich meine, Pandya ist ja jetzt für immer noch da, also irgendwann wird schon ein Shiny kommen.
Da muss ich jetzt nicht echt jeden Tag jede Pandia-Quest in München abholen. Mehr zu dem hier und den Quests und ja, also dies, das hier, was ich hier einblende. Demnächst wahrscheinlich ein Video, falls Interesse besteht, aber ich denke, da besteht Interesse. Ansonsten euch viel Spaß, viel Glück heute. Falls ihr ein paar Mute-Rates macht, falls nicht, spart euch die Pässe für morgen Entei. Da wünsche ich euch auch noch viel Glück, viel Erfolg. Mach noch ein kleines kurzes Video davor, am Sonntag irgendwann, Mittag oder in der Früh oder so. Mit allen Infos zu Entei, was ein 100er ist, gute Konter. All dies, das, so ein kleiner Guide, 2-3-4 Minuten einfach. Kurzer Überblick, damit ihr Bescheid wisst und dann könnt ihr loslegen. Auf jeden Fall, das war's von mir, Leute. Ihr wisst Bescheid, wie man liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab, folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.